Jo Leute und herzlich willkommen zu Tag 10 des CSGO Adventskalenders 2017 und heute gehen auch wieder 4 Preise raus an euch, weil wieder ein Community-Preis dabei ist. Und ja, ich weiß, ich bin heute etwas früh dran mit dem Video, also früher als sonst, aber das liegt daran, dass ich letzte Nacht nur 2 Stunden geschlafen habe, aber der eigentliche Grund ist ja, dass ich dann heute auf einer Fortnite-LAN-Party eingeladen wurde. Das Ganze war etwas kurzfristig und ja, deswegen der kurze Schlaf und das frühe Video. Heute gehen ja 4 Preise raus an euch, weil mir da jemand einen Community-Preis dazu geopfert hat. Das wäre einmal die SG, also die SG Damaskus-Stil und die MAC-10 Silver. Aber da mir das Ganze als eigener Preis etwas zu wenig ist, offere ich da noch was dazu. Und einmal, es wäre von der P2000, die Galil, die Dual Barrett, die MP7 und die CZ Auto. Also die ganzen 7 Skins, wie es ein Bundle, das wäre mal der erste Preis für heute. Der zweite Preis für heute wäre eine, wo ist es denn? M41S Flashback. Der zweite, also dann der dritte Preis, eine AK-47 Kartell. Und dann der vierte Preis ist die Glock 18 Water Elemental. Wie immer setzen die Gewinner von gestern aus, die von vorgestern sind auf heute wieder mit dabei. Und falls auch heute wieder jemand Neues auf dieses Video stoßt, beziehungsweise auf meinen Kanal stoßt und sich fragt, wie man hier teilnehmen kann, am ersten Link in der Videobeschreibung, dort kommt ihr zum Teilnehmervideo. Dort erfahrt ihr, wie ihr teilnehmen könnt, was es zu gewinnen gibt und was halt sonst noch anliegt bei diesem CSGO Adventskalender. Ich sage, am 24. Dezember ist der Hauptpreis ein Knife. Und der zweite Link in der Videobeschreibung ist für die Leute, die den Pot noch vergrößern wollen und den CSGO Adventskalender noch krasser gestalten wollen. Wenn auch ihr irgendeinen Low-Skin habt, auch wenn es nur ein 3-Cent-Skin ist, offert mir den, ich hau den raus, ich sammle die Skins und mache daraus dann einen Bundle. So, dann lasst uns auch gleich mal die Gewinner ziehen. So, der Community-Preis, sozusagen das Bundle, das geht raus an Matrixi. Nee, sorry, Mates, du hast gestern schon gewonnen. Du setzt heute aus, das heißt, es gibt einen Reroll. Wie viele Abos schafft man ohne Video? Wenn ich gewinne, bin ich echt froh. Okay, dann darfst du mal froh sein, du gewinnst mal das Bundle. So, der zweite Preis war die Flashback, die geht heute raus an Alessandro. Mit 138 Kommentaren hat kommentiert in dem A. 138 ist eigentlich noch relativ wenig. Mein Telefon. Im Vergleich zu dem Rest. Aber Glückwunsch an dich, Mate. Du bekommst die Flashback. Dann die AK-47 Kartell. Die geht heute raus an den Sir Kartell. Nein, an dich ebenfalls nicht, weil du hast gestern schon gewonnen. Das heißt, es gibt heute noch einen Reroll. Fabian Jansen, er hat kommentiert mit 43 und hat insgesamt 524 Kommentaren. Dir gehört heute die AK Kartell. Also auch mal Glückwunsch an dich. Und die Glock 18 Water Elemental geht raus an Cookie GHG. Kann ich eine Dragon Lore haben? Nö, Mates, du hast jetzt eine Water Elemental gewonnen. Du hast insgesamt 235 Kommentaren. Das ist eigentlich auch noch relativ wenig. Sag ich mal. Und ja, also Glückwunsch an euch. 4. Und hier könnt ihr dann auch noch kurz das Knife begutachten, was es dann am 24. Dezember als Hauptpreis gibt. Und bevor ich es noch vergesse, ich habe, bevor das Video online kommt, kommt noch ein anderes Video heute online. Und zwar ist es ein Road to Glove Unboxing Episode 6. Und zwar auch in der Santa Elmo Edition. Und ich würde mal sagen, ich habe mit dem Kostüm ein wenig reingelackt. Also es hat mir Glück gebracht, ob es nun die Gloves geworden sind oder nicht. Das sage ich euch nicht, das ist ein Geheimnis, Jungs. Dann über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, hilft mir auch sehr und zeigt mir auch, wie hyped ihr noch auf den CSGO Adventskalender seid. Und dann hätte ich noch eine Frage an euch, beziehungsweise was ihr mir noch in die Kommentare schreiben könnt. Ich mache das ja momentan so mit, also ich sehe zum Beispiel beim Adventskalender, wie ihr hört, ich meine, das ist ja eher leise in der Hintergrundmusik, aber ich habe dann eine Weihnachtsmusik im Hintergrund. Und auch beim Glove Unboxings Video habe ich eine Weihnachtsmusik als Background Music rennen, weil ich bin einfach einer von den Typen, der ich hype. Ich bin Weihnachtszeit, ist meine Zeit. Es gibt nichts Niceres, außer vielleicht mein Geburtstag. Aber ja, ihr wisst einfach, ich bin, wenn Weihnachten ist, ich bin immer wuh, hyped as fuck. Und deswegen wollte ich einfach mal fragen, wie sieht es da bei euch aus? Seid ihr auch hier so Weihnachtstyp oder ihr mir die Weihnachtsmuffeln? Stört euch die Weihnachtsmusik? Oder findet ihr die eigentlich ziemlich nice und dass das Ganze halt einfach ein, sag ich mal, harmoniert. Hier die Schneeflocken,
falls ihr die noch nicht gesehen habt, und ja, ihr wisst Bescheid. Es weihnachtet sehr. Dann sage ich euch ciao und bis morgen, euer Santa Elmo. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time.